Hallo zu einem neuen Video von mir. Heute erzähle ich euch von meinem ersten Urlaub am Meer und wie das erste Mal von zu Hause weg schlafen geklappt hat. Als meine Eltern das Sachenpacken begonnen haben, habe ich auf jeden Fall schon Lunte gerochen und hatte große Angst, dass sie mich vergessen. Deswegen hat Mama mich hier gefragt, ob ich mit möchte und ich habe auf jeden Fall ja gesagt. Ich war schon ganz, ganz aufgeregt. Sie haben mich ins Auto gesetzt und da hatte ich auch schon Angst, dass ich jetzt allein im Auto bleiben muss. Aber natürlich sind sie mit mir eingestiegen. Als erstes war ich ein bisschen aufgeregt auf der Autofahrt, weil ich bin lange nicht mehr Auto gefahren, eigentlich in den ganzen letzten Wochen gar nicht. Und dementsprechend fand ich es sehr, sehr spannend, aus dem Fenster zu gucken und habe anderen Leuten zugeguckt. Aber das war auch wirklich nur in den ersten 15, 20 Minuten. Und sobald wir auf der Autobahn waren, habe ich dann tief und fest geschlummert. Und das tat sehr, sehr gut. Und dann sind wir auch schon in unserem Apartment angekommen. Und was wir als erstes gemacht haben, war natürlich, dass wir zum Strand gegangen sind. Weil es war mein erstes Mal am Strand. Und dadurch, dass es jetzt Winter ist, kann ich einfach so an den Strand gehen und muss nicht unbedingt an den Hundestrand. Das fand ich richtig, richtig cool. Ich habe mich sehr gefreut. Und als ich das erste Mal Sand unter den Pfoten hatte, war das auf jeden Fall aufregend. Also meine Eltern können auf jeden Fall jedem empfehlen, mit einem Welpen schon mal an den Strand zu fahren, weil es einfach wunderschön ist. Und gerade für uns, wo wir aus Hamburg kommen, konnte ich da richtig rumpesen. Und meine Eltern mussten keine Angst vor Autos haben oder vor zu vielen Leuten, dass ich alle Leute anspringe. Und wir hatten richtig den Strand für uns. Also es war wirklich herrlich. Am ersten Tag haben sie mich noch an der Schleppleine geführt. Und das hat so, so gut funktioniert, dass sie mich sogar ab dem zweiten Tag dann abgeleint haben. Und da bin ich das erste Mal frei gelaufen, weil wir das bei uns in Hamburg noch gar nicht gemacht haben. Und das hat echt gut funktioniert. Da haben sie so eine Leberwurstcreme mitgenommen und dann haben wir auch ab dem Tag dann schon Rückruf geübt. Und also für Essen tue ich alles, da habe ich sehr, sehr gut drauf gehört. Da mussten meine Eltern sich gar keine Gedanken machen. Wir haben das Glück, dass unsere Ferienwohnung nur so 5 Gehminuten vom Strand entfernt liegt. Das heißt, wir konnten da ganz gemütlich hingehen und dann auch noch am Strand ein bisschen üben, ein bisschen rumtoben und einfach eine schöne Zeit haben. Weil ich bin ja erst 14 Wochen alt, 14,5 Wochen und dementsprechend darf ich noch gar nicht so viel laufen. Ich fand das Wasser ganz okay, fand es jetzt aber nicht super spannend, aber vielleicht liegt es auch noch daran, dass es so kalt war. Mal gucken, wie es ist, wenn wir eher im Frühjahr oder im Sommer wieder ans Meer fahren, ob ich dann auch mal Lust habe, schwimmen zu gehen. Und das Spannendste war natürlich immer zwischen meinen Eltern hin und her zu laufen. Und da habe ich mich richtig gut verausgabt. Da habe ich mich so gut verausgabt, dass wenn wir in der Ferienwohnung waren, war ich natürlich ganz, ganz ruhig. Ich habe ein bisschen auf meinem Knochen gekaut, um mich zu entspannen. Und ansonsten auch echt viel geschlafen. Und meine Eltern haben geschaut, dass sie mir ganz viel Ruhe gegönnt haben. Weil wir waren natürlich auch jeden Tag essen. Und das hat sich auf jeden Fall bezahlbar gemacht, weil ich bin mittlerweile ganz, ganz entspannt beim Essen gehen. Also hier seht ihr, wie wir in einem Café sind mittags und ich bin ganz entspannt und liege auf dem Boden und schlafe auch ein. Also das hat sich schon deutlich gebessert im Vergleich zum ersten Mal, als wir essen waren. Also da hilft wirklich dranbleiben und immer meine Decke mitnehmen, dass ich dann auch weiß, dass das mein Platz ist, auf dem ich liegen muss und dass ich dann da auch zur Ruhe komme. Was meine Eltern aber wirklich gemerkt haben, ist, dass ich am Anfang, so in den ersten 1,5 Tagen, ein bisschen mehr Angst hatte, ohne meine Eltern zu sein. Also ich bin ja eh ein sehr anhänglicher Hund und ich war noch ein bisschen anhänglicher als sonst, gerade als wir in der neuen Wohnung waren, wo ich noch nie war, bin ich meinen Eltern auf Schritt und Tritt gefolgt und wenn ich mal abgelenkt war und nicht gemerkt habe, wo jetzt das andere Elternteil ist, habe ich panisch schnell gesucht und ein bisschen geweint. Aber das hat sich auch so nach 1,5 Tagen gelegt. Und auch in der Nacht, als wir geschlafen haben, habe ich zwischendurch nochmal geweint. Das habe ich eigentlich so die letzten ein, zwei Wochen zu Hause jetzt gar nicht mehr gemacht. Und dementsprechend wurde das schon besser. Aber hier in der neuen Umgebung habe ich dann doch nochmal geweint und wollte wohl checken, da ob meine Eltern auch wirklich da sind. Aber ich schlafe ja immer noch in so einer Hundebox und dann haben meine Mama oder mein Papa einfach die Hand an die Hundebox gehalten und dann bin ich auch wieder eingeschlafen und habe auch weiterhin durchgeschlafen. Also das hat auf jeden Fall gut funktioniert und wir konnten unsere Stubenreinheitsroutine weiter durchziehen und konnten weiter durchziehen, dass ich die Nacht durchschlafe. Also da haben sie mir einfach die Zeit gegeben, mich an die neue Umgebung zu gewöhnen
Und so nach 1,5 Tagen habe ich mich dann auch schon da wie zu Hause gefühlt, pudelwohl gefühlt, habe den Weg nach Hause gefunden. Also das hat echt gut geklappt und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder in unsere Ferienwohnung fahren. Deshalb können ich und meine Eltern euch den Urlaub am Meer mit einem Welpen oder mit einem Hund generell einfach nur empfehlen. Gerade in den Monaten, wo die Hunde an den kompletten Strand gehen, ist es echt super, super schön. Im Sommer ist es natürlich trubelig, aber da ist es dann wahrscheinlich am Hundestrand auch schön für Hunde, die gern Kontakt zu anderen Hunden haben und die gern andere Hunde kennenlernen. Darauf freuen wir uns auch schon sehr, weil ich ja ein sehr, sehr offener und kommunikativer Hund bin. Das wird bestimmt schön. Und ansonsten werden wir dann auch in der nächsten Woche ja nach Spanien fliegen. Und da machen wir dann auch noch Videos, was man beachten muss, wenn man im EU-Ausland reist. Aber auch, was man einpacken muss. Da machen wir eine Checkliste. Und auch ganz, ganz spannend natürlich das erste Mal am Flughafen. Also abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, wenn du das nicht verpassen möchtest. Und wir würden uns ganz doll freuen, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht hinterlasst, in welchem Reiseort ihr schon mit eurem Hund wart und was euch besonders gut gefallen hat. Weil meine Eltern sind natürlich jetzt auch als neue Hundeeltern immer auf der Suche nach tollen Reisezielen mit Hund. Bis zum nächsten Video und ich wünsche euch einen wundervollen Tag.